Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sonic Frontiers. Im letzten Part haben wir die letzten Sachen in Chronos Island abgeschlossen und jetzt sind wir hier in der Wüste gelandet. Das bedeutet, das Abenteuer geht weiter. Und ich möchte sowas von gerne hier weitermachen. Ich bin hochmotiviert. Na, guck mal. Zack. Bäm. Ganz viele, ich weiß nicht, wie sie heißen. Wie heißen die Teile? Steht nicht da. Aber wir behalten keine Schlüssel. Wir behalten keine Kokos. Wir behalten nur unser Ringlevel, Tempo und Co. Unsere normalen Stats. Keine Zahnräder, gar nichts. Das heißt, alles, was wir mehr sammeln, ist halt einfach da. Oh, what the hell, was bist du? Der himmlische Regen? Okay, die wollen kämpfen. Kein Problem. Was? Okay. Sammeln wir einfach mal die ganzen Sachen ein. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Keine Ahnung, was das soll, aber ich sammle jetzt einfach mal alle Sachen ein. Was ist hier los? Das gibt Angelmünzen. Okay, alles klar. Ich habe keine Ahnung, warum, aber nehmen wir einfach mal die Sachen mit. Das ist ein kleiner Koko. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, der spielt jetzt so lange, wie die Teile da sind, oder was? Alles klar, was ist hier los? Ich komme mir wirklich vor, wir wären, als wären wir im Casino. Was soll denn das? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich sammle einfach nur ein. Ah, cool. Bah! 100! Ja, moin! Besinnliche Ruhe. 100 lilafarbene Münze verdient. Damit können wir uns brutale Stat-Boosts holen. Wie lange geht die Nacht? Wir haben so viele dieser Teile. Oh, hallo, Coco. Und mir ist gerade alles egal. Ich sammle hier einfach nur diese Dinger ein. Und läuft das jetzt unendlich so weiter? Ah, warte mal. Ah, okay, das sollten wir nicht machen. Gut, kein Problem. Ah, okay, das sind so ganz einfache Dinger. Kommt da noch irgendwas runter, oder? Hallo? Erfahrungspunkte oder so? Nee? Okay. Dann halt nicht. Okay, jetzt ist die Nacht zu Ende. Und dann hört auch einfach das Teil auf. Okay, alles klar. Oh! Das war strong. Das war ein sehr cooles Erlebnis für den Einstieg des Parts. Das können wir, glaube ich, nicht zerstören. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Aber was ich mir sicher bin, dass wir hier ganz, ganz viele Sachen freischalten können. Zack. Und hier rüber. Und darüber. Und da hoch. Und dann haben wir das auch. Pam! Ah! Destroyed. Und wir müssen natürlich auch die Karte aufdecken. Das ist cool. Oh.
Oh mein Gott, haben die das gut gelöst. Ah, das war nicht das Rätsel. Da vorne suche nach Freunden. Aber ich möchte jetzt noch gar nicht nach Freunden suchen. Ich möchte erstmal die Map erkunden. Und die neuen Gegner hier kennenlernen. Ah! Zum Beispiel möchte ich auch hier lang. Wow. Easy. Wie soll ich da hochkommen? Ah, okay, so. Ein bisschen grinden gefälligst. Kein Problem. Wow. Das war knapp. Sehr gut. Setverbesserung. Oh, und ich so eine Marke, so eine Medaille. Keine Ahnung, wofür die ist. Oh. War das genug? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay. Gut. Sehr schön. Angenommen, mitgenommen. Keine Ahnung, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was von der Karte. Weil das nervt echt, wenn man nicht weiß, was da einen erwartet. Irgendwie auch. Wenn man nicht auf die Karte gucken kann, weil sie noch nicht vorhanden ist. Das ist echt nervig. Oh, warte mal. Na komm. Jawohl. Wir sammeln wieder so viel davon, das wird so unnormal. Ich meine, wir konnten mit Sage, mit Amy reden, ganz ohne Probleme. Hier ist mehr mit Wandlaufen scheinbar angesagt. Aber ist auch ein cooles Feature. Ah, okay. Kann ich da hoch? Nee, schade. Oh! Wir haben unseren mega krassen Boost-Modus aktiviert. Erstmal hier. Hier. Und. Und hier. So. Okay, nächste Karte. Und wir kriegen eine Stachelbeere dafür. Die Map sieht echt ein wenig größer aus. What the fuck kann man dafür sammeln? Was ist denn hier los? Ja. Machen wir. Ja. Oh Gott. Oioioi. Was soll ich denn machen, ey? Wow. Das war nicht mal geplant. Entschuldige Sie. Oh Gott. Ah, ich möchte die Sprungfeder töten. Und tschüss, Mann. Ah, okay, das ist so ein Ding. Ah, Mist. Nein, unser Power-Modus. Warum? So, und tschüss. Da, ein Zahnrad. Sehr gut. Hallo, bleib hier. Lass einfach abhauen. Oh, oh. Macht das überhaupt Schaden? Nee. Ja, ich kann das nur so töten. Das Viech. Oder den Gegner. Kann auch schon wieder skillen. Da hinten geht's weiter. Warte mal, hier ist noch ein Gegner. Hi. Oh, willst du wegrennen? Warte mal, auch der Cyberloop? Nee. Hä? Das ist seine Mission. Hallo? Hä? Ah, man kann da grinden drauf. Und jetzt? Ah, okay. Das war ein cooler Gegner irgendwie. Ich muss richtig überlegen, was ich da mache. Na gut, die sind halt echt keine Gegner. Also cool, um irgendwo hochzukommen, aber ich nehme auch gerne die Erfahrung mit. Zack. Und zack. Mist, da wollte ich hoch.
Gut, dann nicht. Oh. Okay. Zack. Oh. Ah, das war easy. Okay, dann schalten wir aber mehr Zeile der Karte frei. Und das sieht aus wie der nächste Titan irgendwie. So ein bisschen. Oh nein, nicht du. Ich gehe einfach ganz rechts lang. Ja, es gibt immer eine einfache Route. Kannst du mir bitte also ein Ding droppen? Nee, okay. Erfahrungspunkte nehme ich auch. Aber hier, zack! Und tschüss, Mann. Aha, hier kann man nur nachts was machen. Hier gibt's einen Key. Sehr schön. Oh! Kleine Coco. Oh, die sehen sehr cool aus hier, die Coco. Und der Älteste. Level mich! Was kann ich noch für dich tun? Du, eigentlich nichts. Ich sollte weiter. Wirklich, ich sollte wirklich weiter. Ah, wie süß. Die Kokos zu sammeln hier in der Map wird auch sehr interessant. Uiuiui. Oh, ein Wettrennen. Da bin ich dabei. Da durch. Okay, alles klar. Okay, das war einfach. Auch wenn ich an einem Ding vorbei bin. Egal. Und es gibt eine Verteidigungsbeere. Okay. Zack. Oh, da drüben ist das nächste, was die Karte aufdeckt. Na gut, gehen wir hier hoch. Kein Problem, kein Problem. Sonic läuft gerne an Wänden. Ach, das ist hier oben. Lila Münzen. Hier soll er bestimmt auch kleine Kokos. Ja, komm mal da. Hier oben. Wollen wir irgendwas anderes machen hier so. Was ist hier los? Okay, ich weiß schon, worauf die hinaus wollen. Da oben wird jetzt... Ja, das war so klar. So, und ganz entspannt noch hier durch. Oh. Da muss man aber auch erstmal richtig zielen. Oh, und wir haben die erste uralte Schiene freigeschaltet. Bam! Sehr schön. Da ist ein Level, was wir spielen können. Sehr geil. Haben wir hier noch irgendwo... Ah, hier. Da möchte ich gerne hoch. So. Jetzt kommen wir hier leichter hoch. Mal kurz abgekürzt. Gut, das nehmen wir noch mit. So. Warte mal, da unten sind Gegner. Oh, okay. Hä? Hä, warum geht das nicht? Ich wollte gerade sagen, hä, was war das denn? Aua, was? Der hat mir echt Schaden gemacht, was soll denn das? So. Der hat mir echt Schaden gemacht, was soll denn das? Da hinten ist noch eins, was wir machen können. Ich sehe das auf der Map da oben. Perfekt. Ja, gut. Das ist klar, was wir hier machen müssen. Hä? Ah, Moment mal. Das ist das, wo wir eben waren. Aber scheinbar war das noch nicht alles. Hä? Ach, hier oben. Das gehört bestimmt auch noch dazu.
Ey. Ja, Tatsache. Gehört auch noch dazu. Und nochmal Verteidigung. Ja gut, die werde ich brauchen irgendwann, ne? Und damit haben wir die Ebene komplett sichtbar. Das ist schön. Achso, da waren wir schon. Okay. Gehen wir hier hoch. Sehr gut. Zwei Sachen mitgenommen. Und hier dürfte Tails. Ne, Knuckles. Oh, okay. Krass. Also sind das Knuckles-Fragmente oder so. Gut, schalten wir Knuckles frei. Knuckles, Story. Was machst du denn hier? Egal, ich hol dich da raus. Halte durch. Na, Knuckles, bist du frei? Oh, Sage. Ach stimmt, er sammelt ja, er saugt das ja jetzt auch auf. Tolle Rettung. Sieh mich mal an. Ehrenlos, wie er ihn frontet. Was ist mit dir? Nur ein kleiner Nebeneffekt der komischen Energie dieser Insel. Was machst du so weit weg von zu Hause? Ich habe seltsame Ruinen untersucht, wurde hierher transportiert und jetzt stecke ich fest. Wird nie langweilig mit dir. Sag mir einfach, was los ist. Pass auf, lass uns die Chaos Emeralds finden, damit ich ein paar große Roboter schrotten kann. Im Nu bist du wieder zurück und kannst den Master Emerald schützen. Das war keine gute Zusammenfassung. Klingt nach einem Plan. Die beiden Rivalen, ey, wirklich. Okay. Wirbelkick, halte X während einer Combo gedrückt. Du bist der Schlüssel. Lass dich von dieser Macht sterben. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Wer bist du? Mama mia, ey. Okay. Kann man wohl nichts machen. Ohne Kontext geht's weiter. Ja, was ist das denn? Oh, eine Koko-Kapsel! Knuckles Erinnerungsmarke. Knuckles ist im Cyberspace gefangen. Sammle Erinnerungsmarken, um seinen Zustand zu stabilisieren. Du findest Erinnerungsmarken überall auf der Insel, wenn du dich umsiehst, angelst oder den Cyberloop verwendest. Habe ich jetzt eigentlich alle eingesammelt? Alle kleinen von da oben? Gucken wir nach. Weil das ist schon wichtig, alle Kokos mitzunehmen. Ja, Tatsache. Aber die werden einfach eingefangen. Was soll der Mist? Lass die in Ruhe. Die haben doch gar nichts gemacht. Hallo? Hallo? Ich bringe dich zu Mama. Oh. Okay. Angenommen, mitgenommen. Hi. Da ist auch noch einer. Komm her. Ich fühle mich wie so ein Babysitter, der die ganzen kleinen Kinder wieder einsammelt. Okay. Machen wir den doch mal. Wer auch immer du bist. Du bist unser Endboss für diese Folge. Hä? Ich muss irgendwie da hochkommen. Ah ja, so. Okay. Er wechselt jetzt aber nicht die Rail, oder?
Okay, ja, okay, er ist zu langsam, eindeutig. Und zack. Ich weiß nicht, wann er angreift. Ich habe keine Ahnung. Okay, geschafft. Der Turm war mir eh im Weg. Da hab ich die schöne Aussicht vermiest. Und da haben wir's. Ah, schon viel besser. Und weiter geht's. Oh, was macht ihr denn hier? Ja, ein bisschen Schatten tanken, ne? Ja. Oh, Knuckles-Marken, ganz viele. Sehr gut. Bam. Okay, und einmal oben drauf. Nee, da möchte ich jetzt gerade noch nicht. Ich möchte erstmal die Koko hier mitnehmen. Ah, das hatte ich doch im Gefühl. Hier ist doch bestimmt noch einer. Ein Koko kommt selten allein. Na komm. Ist hier noch einer? Noch mehr Eggman-Zeug. Hat er eine fette Invasion geplant? Aber wo steckt er dann? Das ist eine gute Frage. Ah, hier ist noch Erfahrung. Noch mehr Erfahrung. Wir können jetzt auch mal eigentlich in den Skillbaum reingehen. So, okay. RT in der Luft, B in der Luft. Ein drehender, rasanter Tritt, Rundkick. Drücke A während einer Combo. Okay, das ist ein, Alter, wir können so viele geile Sachen machen. Weil die Combo-Sache will ich eigentlich nicht skillen. Ja gut, zum Schluss skill ich sowieso, aber... Nee, danke. So, jetzt müssen wir sowieso ausprobieren einmal. Okay, cool. Hiya! Alles klar, wissen wir auch, wie das geht. Da kann man einen coolen Angriff mit anfangen. Also, starten. Können wir guten Start. Also, den Kampf gut starten mit... Oh, wir haben ganz viele davon gesammelt gerade. Jetzt möchte ich einmal da hoch. Zack. Jawohl. Und nach ganz oben. Und weiter geht's. Zack. Und wir haben unseren Boost-Modus. Das ist gut. Nehmen wir noch die Erfahrung mit. Und gehen wir mal nach da hinten. Und bye. Zack. Modulschlüssel aus den Portalen. Ja, das ist ja auch meine Idee. Oh. Ah, wie nervig. Warum auch immer das jetzt nicht gezählt hat. Oh, wie nervig. Ah. Mann. Und rein da. Nein, bleib bitte weg. Du auch. Ah, der... Da versteckt er sich, der Feigling. Ah, komm. Machen wir so. Oh, Mann. Sonny, kannst du bitte einfach den Move machen? So. Okay, er stirbt halt einfach so. Eigentlich hatte ich was anderes geplant. Aber es läuft nicht immer so, wie man möchte. Darüber können wir... Alter, das Gebiet ist riesig. Hallo, stopp. Ach, wieder Gegner. Nein, ich möchte keine Gegner mehr bekämpfen. Das auch nicht. Das kann man nur in der Nacht machen. Okay. Oh. Okay, hier sind ein paar Kleine.
Aber wir haben den Ältesten noch nicht gefunden. Aber hier ist schon mal der blaue Chaos Emerald. Gut, dann würde ich aber sagen, das war's mit dem heutigen Part Sonic Frontiers. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was eure Lieblingsstelle war heute. Und abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Bis dann und ciao, euer FireAlexa. Macht's gut!